Er kennt den heutigen Gegner besonders gut. Jonas Kiermaier kam erst im Winter von der Spielvereinigung Neckar-Elz, die heute im Astoria-Stadion zu Gast waren. Unser Team war bisher gar nicht zufrieden mit dieser englischen Woche. Erst das 0:4 im Derby gegen Hoffenheim 2 und dann das 0:4 gegen die Eintracht in Trier. Heute galt es, diesen Abwärtstrend der letzten Partien zu stoppen. Und das sollte auch passieren. Versprochen. Keine Autostunde voneinander entfernt, kann man auch heute von einem Lokalderby sprechen. Das Willkommensgeschenk gab es dann auch direkt schon in der 12. Spielminute. Nach einem langen Ball zieht Steffen Haas seinen Gegenspieler zu Boden und Sie hören es schon, ein Pfiff des Schiedsrichters. Es gab Elfmeter für die Gäste. Der Schiedsrichter Tobias Klein gab Haas dafür dann auch noch den gelben Karton. Ugurtan Kizilya tritt an. Gibt es hier vielleicht schon den frühen Rückschlag für die Astoria? Nein, das sieht nicht so aus. Michael Hiegel hält den Ball. Glück im Unglück, denn der FCA-Keeper kann den Ball mit dem Fuß parieren. Also weiterhin alles offen hier in Walldorf. Keine 10 Minuten später. Die Walldörfer können einen Konter fahren und die Gäste kommen nicht wirklich nach. Das ist Kuba Pollard. Busic, Dijan Busic, der unter der Woche noch verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, trifft hier zum 1:0. Er macht damit schon seinen 8. Saisontreffer. Wirklich schöner Ball von Pollard und am langen Pfosten steht er dann. Dijan Busic. 90 Sekunden nach dem 1:0, die Astoria wieder im Vorwärtsgang. Der Ball kommt raus zu Pelowski, der flankt und da steht Karl wieder drin. Die Walldörfer machen direkt den nächsten Treffer und das keine 2 Minuten nach der Führung. Direkte Flanke von Pascal Pelowski und ganz hinten steht Marcel Karl einschussbereit und macht das Ding. Und jetzt, Achtung, Andreas Schön mit einem waschechten Traumtor. Drei Gegner plus der Torwart können ihn nicht stoppen. Im Publikum hörte man schon Maradona-Rufe, aber Andreas Schön blieb hier bescheiden. Ja, so arg war es jetzt. Setze mich außen durch und hab dann auch ein bisschen Glück, muss man sagen. Und dann habe ich halt nicht schlecht getroffen, aber war jetzt nicht so, dass man sagen muss, Maradona. Nach dem Seitenwechsel hatte die Elf von Matthias Born immer noch nicht genug. Markus Meyer mit dem Ball auf Karl, weiter auf Geist, Geist auf Meyer, Tor, das ist das 4:0 und wieder ein toller Spielzug, der von dem eingewechselten Meyer selbst eingeleitet wurde. Meyer auf Karl, der direkt weiter auf Geist, der ebenfalls neu ins Spiel kam, dann wieder zurück auf Meyer und drin ist das Ding. So einfach war es für unsere Jungs schon lange nicht mehr. 4:0 steht es für den FCA. Immer noch nicht Schluss. Wieder die Heimmannschaft am Zug. Meier, die Gäste können nicht klären und Busic, Dijan Busic, der dieses Schützenfest eröffnete, setzte auch den Schlusspunkt mit Treffer Nummer 9. Fehler des Abwehrspielers und Busic ist in dieser Situation eiskalt. Das war es dann auch. 5:0. Was für ein Spiel nach einer langen Negativserie. Nächste Woche darf man dann die Saarländer aus Homburg begrüßen. Wir haben für sie noch die Stimmen zum Spiel. Ich bin richtig froh, dass wir einfach mal ein Spiel dominiert haben, die ganze Zeit, so wie die letzten Wochen gelaufen sind. Unheimlich glücklich. Klar war die Situation ausschlaggebend, aber wir machen auch 5 Kisten, also denke ich, wir hätten das Spiel auch so gewonnen. Ja, wir sind zufrieden, wir haben 5:0 gewonnen, Heimspiel. Wir wollen 0 spielen, es ist uns gelungen. Und ja, entscheidend war heute, dass wir vielleicht auch das Quäntchen Glück hatten, dass uns in der einen oder anderen Situation in den vergangenen Spielen vielleicht auch gefehlt hatte. Dann haben wir die Zweikämpfe am Boden auch sehr, sehr aggressiv geführt. Fair, aber aggressiv, so wie wir es wollten. Und haben dadurch viele Balleroberungen gehabt. Wie der Peter gesagt hat, hat er schon mal immer wieder gute Kontermöglichkeiten gehabt, die heute auch zum Abschluss geführt haben, beziehungsweise mit dem Torerfolg beendet wurden. Und ja,
Glückwunsch an meine Mannschaft auch, wie der Peter gesagt hat, das gebe ich Ihnen gleich weiter. Und ja, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, in der sicherlich nicht einfachen Situation war, das war gut heute, sind wir zufrieden und jetzt feiern wir erstmal Ostern. Vielen Dank.